Hast du auch so eine kleine fleißige Fellnase in deinem Garten oder vielleicht gleich mehrere davon? Bei uns waren die Eichhörnchen im letzten Herbst wieder besonders fleißig und haben ganz viel ausgesät. Ich freue mich dann, wenn das Saatgut, was das Eichhörnchen im Garten vergessen hat, keimt und dann zu einem neuen Bäumlein wird. Für mich ist es vollkommen in Ordnung, wenn sich das Eichhörnchen in meinem Garten bedient, denn ich teile gerne mit diesem kleinen Fellfreund. Hier sind dank des Eichhörnchens in meinem Hochbeet ganz viele kleine Haselnussbäume gewachsen. 8 Stück an der Zahl, die ich dann im Herbst topfen kann. Auch unter unserem Pfirsichbaum hat das Eichhörnchen für die Aussaat gesorgt und viele kleine Kerne verbuddelt. Und fast alle scheinen auch gekeimt zu sein. Es sind fast 20 Bäumchen, die gewachsen sind. Vorteil, diese Bäume haben mich dann keinen Cent gekostet.